Schönen guten Tag und herzlich willkommen. Gregors Gaming Gyros mit Persona Q ist angesagt und ich muss die Kamera einmal umstellen, damit das Gesicht nach vorne schaut. Das bringt uns ja nichts, ja? Wenn ich versuche zu spielen und wir dann in die falsche Ecke gucken müssen. Persona Q, ein schöner Dungeon Crawler, den es nur auf dem 3DS gegeben hat, ist vor knapp 2-3 Monaten rausgekommen. Die Musik ist natürlich mal wieder viel zu laut und das war einer der Titel, den ich mir schon vor langer Zeit angucken wollte. Hab die Gelegenheit leider nicht gehabt. Jetzt im ein wenig kleinen Release-Loch, was jetzt so aktuelle Spiele angeht, hat es sich gelohnt, dass wir einmal das angucken. Ich habe einen schönen Rahmen drumherum gebaut. Und wir gucken einmal rein. Ich bin Fan von Persona 3 und 4. Das soll ein Dungeon Crawler sein, der die Charaktere, man sieht es hier, von Teil 3 und Teil 4 zusammenpackt und schön ein bisschen Dungeon Crawling Action uns machen lässt. So, warte mal hier, nochmal so rum. Dann soll ich besser in der Mitte sein. Ist immer ein bisschen schwierig, die Kamera auszurichten. Shadow of the Labyrinth. Hat denn jemand von euch Shadow of the Labyrinth mal gespielt oder Persona Q, dass er ein bisschen was darüber erzählen kann, weil mehr als dass es ein Crossover ist zwischen den ersten beiden Teilen, weiß ich jetzt nicht, muss ich sagen. Was haben wir denn hier? Autoscroll, Play Voices, Kamera. Oh, warte mal, Kamera. Ja, da muss ich hoch runter. Ist es nicht invertieren oder was soll das heißen? Battle Speed. Machen wir mal auf schnell. Das klingt immer gut. Very fast. Vielleicht auch später. Okay. Wir starten einfach mal und ja, ihr könnt gerne reinschreiben, was ihr denn darüber denkt. Dann spielen wir es ein bisschen und wir tauschen uns ein bisschen im Chat aus. New Game. Okay, welche Story würden wir uns gerne aussuchen? Okay, wir können wahrscheinlich, ich erkenne schon an den Schatten, ne? Der von Teil 3 und der von Teil 4. Wie ist der von Teil 3? Mir fallen die Namen schon nicht mehr ein. Die hatten doch mal feste Namen für die, ja? Der für Teil 4 heißt Yu Narukami und der für Teil 3, I'm not sure. So, select, ach, da. Der Persona 3 Protagonist, ist in seinem zweiten Jahr an der Highschool und der Anführer von SEES, der den Tartarus-Turm untersucht, damit das Apathie-Syndrom die Menschheit nicht übernimmt, okay? Und der Persona 4 Protagonist, Highschool, auch im zweiten Jahr an der Highschool, aber auf der Yasugami Highschool und ja, versucht den Mordfall zu lösen, der seine kleine Stadt plagt, in die er gezogen ist. 3 oder 4? Makoto und Yu, sagt der Chat. Für was? Welchen soll ich denn nehmen hier? Also was ändert sich denn, wenn ich die verschiedenen Charaktere hier habe, weil ist es einfach nur, welchen Charakter ich habe und dann ist die Story gleich? Oder ist es, dass da auch komplett andere Story-Sequenzen oder Schwierigkeitsgrad mit dazu kommt? Ich bin mir dessen nicht ganz so sicher. Na gut, warte mal. Auf wen habe ich Bock? Teil 3 oder Teil 4? Ich habe den von Teil 3 schon lange nicht mehr gespielt. Komm, ich nehme den von Teil 3. Im Chat überwiegt momentan noch Teil 3. Die Story... Die Story wird jetzt sich um die Kompanie zu... Ah, okay, das hat also mehr Effekt, ne? Dass man sich auch um die eigene Party, die drumherum geschnallt ist. Also nicht einfach nur der Charakter kommt und dann kommen neue Leute dazu, sondern auch die richtigen Figuren, mit denen man unterwegs ist selber, wird es gehen. Okay, wie wollen wir ihn nennen? Makoto hieß er. Nennen wir ihn doch mal... Oh Gott, jetzt muss ich auch noch mit dem Touchpad das machen. Gibt es leider den Stick? Nee, wie nehmen wir denn? Wie nennen wir ihn denn? Aha. Zuerst ist, beim Japanischen ist zuerst der Nachname und dann der Vorname, ne? Das ist Kawutke. Ups. Nee, es passt gar nicht mal rein. Doch, passt irgendwie. Kawutke. Horst. Horst Kawutke. Horst. Oh Gott. Ohne den Stylus. Ein bisschen schwierig. Horst Kawutke.
So, okay. Yes, it's acceptable. Okay, alles klar. Select the game's difficulty. Ist voll easy, das Game, ne? Können wir bestimmt auch super hart machen, oder? This selection has no effect on the story, so choose the difficulty to suit your playstyle. Ah, und man kann den Schwierigkeitsgrad auch wechseln, es sei denn, man macht Risky. Das ist wahrscheinlich der schwerste. Alles klar, also Safety. Einfach als easy. Ja, die sind normalerweise, also die machen das Spiel kaputt ein wenig. Sowas gab's ja auch bei Persona 4 Golden auf der Vita und da war der easiest Modus, der war wirklich scheiße, weil du überhaupt nicht mehr verlieren konntest. Easy, ich denke mal normal, hart und Alter, okay. If the protagonist dies in battle, the game will end too. Instantly end. It's super hard too. Also man kann sehr leicht sterben und es ist auch noch super hart. Wir machen auf normal. Komm. Normal ist gut. Risky. Wir können mal risky, nee. Aber ich könnte auch mal zu risky wechseln, wenn ich denn wollte. Charaktere natürlich pure Funktion. Ich habe mir hier ein Bier aufgemacht für das Avengers 2 Gedankensprung-Video und ich habe es kaum getrunken, ey. Auch schon warm. Blech. Das Schicksal führt die Willigen und es zieht die Zögernden mit sich. Ja, die machen ja immer so einen Scheiß bei den Persona-Sachen. Oh, das Lied kenne ich doch. Sie wären im Velvet Room. Welcome to the Velvet Room. Tatsächlich. Elizabeth, und wo ist dann Igor? Der müsste auch hier sein. This place exists between dream and reality. Mind and matter. How unexpected for you to visit while my master is away. Oh, Igor ist nicht da. Nur Elizabeth. Is it my imagination or have we had an exchange like this once before? Doch, doch. Bei Teil 3 haben wir schon mal geredet. Ah, that's right. There was a strange incident where you met a certain someone. Ja, ja. At least that's what I seem to recall. But could that have been a dream I had? Or... Also hier ist wohl ganz irgendwie was komisch im Argen, ne? Das ist eine Side-Story, aber auch die Charaktere können sich nicht leider erinnern. Ah, Elizabeths Wörter bringen Gedanken zurück an die Wörter einer ganz bestimmten Person. Alright. Diese Stimme, die kenne ich doch. I wish to ask you something. What transpired on the night of that typhoon? Die Nacht des Taifuns. Do you remember the name of the person you met? Erinnerst du dich an den Namen der Person, die du getroffen hast? Das ist schon ewig lange her. Ich weiß doch nichts mehr aus Persona 3. Ich weiß doch nichts mehr. Ah, hey, da, das ist ja hier Protagonist 2. Oh Gott, jetzt muss ich den auch? Na gut. Das ist Huppi Fluppi. Huppi. Ah. Da ist er. Huppi Fluppi. Das hat irgendwie nichts wirklich mit zu tun, mit was bei Persona 3 und 4 passiert ist, oder? Erzähl mir was. Very well. Allow me to speak a bit on the subject of that incident. Okay. It happened on the night of a typhoon, nearly a few days ago. The absence of this room's master had made the existence of our Velvet Room somewhat uncertain. Okay. Erzähl mir deine Geschichte. Das ist wahrscheinlich das Intro für uns beide. Schnief, schnief. Ach, der Tartarus. Den kenne ich. Das ist der Turm aus Persona 3. Ah, Junpei!
Junpei, du Schwein. Das ist ja Kavutkes Classmate. Mate, das ist mein Schulkamerad von Herrn Kavutke. Come on, it's not that bad. There's always next year. Und Yukari. Und der Boxer muss jetzt auch noch. Wie heißt nochmal der Boxer? It was too bad, but the typhoon left no other choice. Die war es nicht, das war Fuka. Since we can't assure the da ist Mitsuru. Alles klar. He'll bat as student council president. Haben sie gut getroffen als die kleinen Figuren. Die sehen schon nah dran aus, also wie richtige Karikaturen ihrer Vorbilder. Und jetzt der Boxer. Da ist, da ist er. Der hat immer sein Pflaster drauf, ne? Der war im Boxing Club. Deshalb hat er immer so Wunden auf dem Kopf. Da steht's ja. Third Year Student Captain of the Boxing Team. Er ist populär bei den Mädchen, aber hat's nicht so richtig drauf. Oh, Shinjiro. Ja, es sind wirklich schon alle Charaktere dabei, ne? Oh, und Aigis auch, alles klar. Die war doch bisher nur in Persona Fes dabei, ne? In dem Upgrade. Oder war sie auch im Original dabei? Weiß ich nicht mehr. Kennen das kleine Kind. Kann natürlich Personas heraufbeschwören. Man, that lucky skunk. Getting to change his I wonder what his new persona will be like this time. Oh, Kodomaru. Der kleine Shiba. Koromaru says, I wanted to have big bazongas. Große Bazongas? Like he'd say that. Yikes, she sounds even... It seems Koromaru-san is worried about our leader. Ah, I see. But he's probably fine. Not like we can go anywhere in this typhoon anyway. He said something was bothering him. Okay. Also ich kann mir wohl, obwohl ich eigentlich in der Story schon eine Persona hatte, ein Monster, was in meinem Geist lebt, das ich raufbeschwören kann, kann ich mir jetzt im Spiel eine neue aussuchen. Also bin ich nicht an die Story-Sachen gebunden, die in Persona 3 und 4 passiert sind. A bell? It stopped. What was that? I'll have a look around with my Okay. What's wrong, Fuka? There was a spider by my feet. Ach, eine Spinne. Huh? Where'd it go? Fuka hatte die Rolle von Teddy aus Persona 4. Ne? Man hat ja immer Kontakt mit dem Hauptquartier und ich glaube, Fuka war die, mit der man im Hauptquartier immer sich ausgetauscht hat, während man unterwegs war im Tartarus Dungeon. Diesem hohen Turm, den er forscht hat. Spider. Oh, I'll use my persona. Huh? Huh? Oh. Ach ja. Igor ist nirgendwo. Da ist Elizabeth, alles klar. Welcome to the Velvet Room. This place exists between dream and reality. How unexpected for you to visit while my master is away. Hatte ich das nicht schon? Das habe ich doch gerade schon gemacht, oder nicht? Wo ist Igor? Unfortunately, he is absent at the moment. If it's fusion you require, by the by, only a legion can be summoned today. A legion means an army. Each face has a different expression. I highly recommend one to you. Okay. Elizabeth, you mustn't lie. You are capable of fusing other personas as well. Ich weiß nicht, wer das ist, oder? Oder habe ich den schon vergessen? Theo? Theo Huxtable? This is my incompetent younger brother Theodore. I realize that's long, so simply call him Theo. But my name is shorter than yours. My name is Theodore. Thank you for bearing with my sister Elizabeth all this time. Ist er nur für dieses Spiel gemacht worden, Theodore? Oder habe ich ihn vergessen? Aus irgendwas anderem? I am sure her naivete must cause you difficulty at times, but I hope that you can work well with her. Since our master has stepped away for the moment, I'm remaining here alongside her as a precaution. Okay, was ist denn falsch? When the Velvet Room is without its master, moreover, there is a storm raging in the outside world right now. Mm-hmm. Still, not only the body, but the everyone closes their eyes. One will have no choice but to face. There are storms that can shake up.
Aha. Also ich muss mir jetzt neue Persona aussuchen. What on earth? My. Huh? Who are they? What's going on here? It's so blue. Is this an elevator? What is this place? Okay. Konnte nicht nur ich bisher in den Velvet Room? Jetzt sind alle Charaktere da. Uninvited guests. Nearly my smug. That aside, I am Elizabeth. And this Velvet Room. Yes, we provide. So why did you call us here? As to that, even... Bluntly speaking, those who enter here have formed a... Okay. Also zumindest hier konnte man sich als Hauptcharakter eine Persona aussuchen und da ist man ins Spiel losgegangen. Und jetzt hält der Velvet Room an, weil er gerade runtergefahren ist. Stopped. Hey, it reminds me of a roller coaster. The way it keeps climbing until it stops all of a sudden. Shut up! If that were true, it would drop! We are currently descending in an uncontrolled freefall. We are indeed falling. Are we going to crash? Into what? I don't know. The bottom? Mhm. Komm, ich will mal Dungeon crawlen jetzt. Ich will Monster kaputt hauen. Oder in der Schule bin ich. Ah, es ist aber die Persona 3, Persona 4 Schule, ne? Schwarz und Gelb. Okay. Also jetzt bin ich auf einmal in der Schule von Persona 4 gelandet. Okay. Kulturfestival. Charmingly amateur and for a finale. Ah, it's that sort of serum. Should I bother explain? I'm more surprised that they're so gung-ho to sign up for this obby. Just to be absolutely certain. Yes, of course. Mm-hmm. We have no idea what this place is. Elizabeth, take cotton candy. It's candy made of cotton. Enough of these. Okay, die kennen auch keine Zuckerwatte. In any case, velvet is nothing means happens there. Are you saying that our arrival here was inevitable? One could even say that it was destiny. Destiny, huh? What can we need to be here for? I suggest that we go scouting. Okay. Yes. All right. Would you come with me? Kabutke. Okay, ja, ich muss wohl in den Velvet Room mir eine Persona aussuchen, während die anderen sich die Schule hier angucken. Ein bisschen Action will ich schon machen. Ja, er sieht komplett anders aus. Contrary to an elevator's purpose, it seems the Velvet Room is now stationary. This is truly without precedent. And what do you think the purpose of those two doors could possibly be? Große Schlösser? Aha. An der Tür? Kann ich jetzt was machen? There are confident though I am. I believe the time has nearly come. Okay, was haben sie rausgefunden? I ask them where is this and they say Yasogami High. But when I ask and where is that, I encountered no students who acknowledged Korumaru-san's presence. Weird. No. Mhm. Vielleicht ist es eine Schule, die aussieht wie die aus Persona 4, aber nicht ganz. Has anyone checked outside the school? I did. Looks like we can't get out. Can't get out. There's a school gate, but you take one step past it, and you're back inside. What do you mean? Just what I said. As soon as I thought I'd gotten out, I found myself back inside. Okay, man kann also auch nicht raus aus der Schule. Basically, we can't leave. It's not just the gate either. Say, then
The Velvet Room no longer. There were two mysterious doors, but. Are you saying we cannot go back? Wir können nicht mehr zurück. Oh, we cannot go back. No. I can't stay here forever. Will you shut up? Junpei war ja immer so ein bisschen weinerlich, ne? No, which means we can't. GPS isn't working either. Oh, kein Empfang auf den Handys, das Schlimmste, was bisher passiert ist. GP. I see. Yeah, that's a problem. Is it possible that we might never be able to leave here? Ugh. The Velvet Room is a place where nothing meaningless happened. And it was the Velvet Room which this indicates that there's something that must be. Until you accomplish whatever it was for what that might be. Ja, Elizabeth sagt's. Wir müssen irgendetwas hier erreichen, sonst kommen wir wohl nicht mehr zurück. Und ja, das müssen wir wohl alleine machen, ohne ihre Hilfe. Ist ein bisschen kalt, herzig. Ein bisschen. You are the Velvet Room's guest. Thus, Theo and I will continue, but nothing more. Okay. Impressive. That's not where my name comes from. But how would we enjoy it? That seems... Huh? This is not reality. It most likely exists someplace much deeper than the Velvet Room. Hab mir auch schon gedacht. Theo sagt dann, das ist kein Platz, der wirklich mit der Realität zu tun hat, sondern nah dran ist, aber nicht ganz. It's something like Tartarus. Yikes, seriously? So we're in a place like that, and you... So that can mean only one thing. Akihiko, it's a bad habit of yours to... Well, is there some other way? For the moment, we can't leave the school, we can't use our phones, and we can't call for help. On top of that, there are shadows around somewhere. Okay. You're right. For now, that is all we can do. That's all we can do. Alles, was wir machen können. Don't get excited. You think there'll be... So, jetzt will ich mal ein bisschen spielen. Can I skip it? Nee, so können wir uns das angucken. Who knows? Und ich kann mir sogar die Sprachausgabe nochmal anhören, wenn ich will. Yamagishi. What? All right. You're our field leader, as always. Horst, du bist unser Anführer, wie immer. There's no knowing what will happen. Make sure you proceed with extreme caution. Ja, ja, mach ich schon. Ich kenne mich aus. Then Theo and I will please be... Okay, also ich kann jetzt laufen. I sensed it around you in one. The fire says... Now you can walk in Alice's shoes. Oh. That's okay. Alice im Wunderland. But guess I was a... All right. We should proceed with caution. Okay. I'll... Wait. Okay, mysteriöse Stimme. Wer? Kann es sein? Nee, kenne ich nicht. Don't go inside. There are monsters in there. Ach was. Who are you two? Ja, skip all könnte ich natürlich machen, aber ich glaube, wir sind eh gleich. I am Zen and she is Ray. Im Ingame. Zen und Ray. And who are you? They're actually talking to us. Where? Wo kommen die denn her? First things. What was it that we heard? Something. Yes, oh God, yes. Oh, so that is what this place is called. You're, we're students at the school. Okay, also die können mit denen, mit unserer Party reden, die anderen ignorieren uns eigentlich, größtenteils. Okay, so where is it? I mean, what's with this place? There are shadows here, right? I sense something I want to learn more about, but... Let's see here. Leaf? Yeah, you can... It is very important. I want to go back. Ray? Wo wollen die denn hin? I want to go back where though? Where? You don't know where you're supposed to go back to? Hat er when we gained consciousness. We don't remember anything before that. Hat der Zen einen Mercedes-Stern auf seinem auf seiner Brust? Huh? Our memories were taken. Taken? You mean someone's I don't know. Even though you remember someone... Even though we remember someone taking... Then how did you guys get here? We don't remember that... Maybe you guys fell here like us and got... We can't rule it out. Could
could the someone who stole Zen could... Oh, maybe it's... Again. Okay. No, I'm sure. Do you sense something, Akihiko-senpai? Es ist so, wenn man die zweiten auswählt, also wenn man die Persona 4 Leute macht, sieht man das gleiche hier, aber mit den Persona 4 Junkels. It's just that it would be more fun that way. We just have to defeat them and get out of here. Simple as that. You... Sen? All right. Ever since I heard that bell. Bell? Ah! We won't be any trouble. Do you mean to say you're a Persona user? Okay, also die haben auch die Glocke gehört, die wir in Tartarus gehört haben. Und die wollen auch auf jeden Fall, obwohl sie ihre Gedächtnisse verloren haben, auch mit in den Dungeon. Persona? What should we do? Wir nehmen sie mit. Natürlich nehmen wir sie mit. Well then. Oh, ein Donut. Oh. Huh? Where did that come from? You mean where do donuts come from? They're born from love. Love meets dough and... Okay, Donuts werden aus Liebe geboren, wenn Liebe auf Teig trifft. Mhm. So, they do not come... No, don't... By the way, Zen-kun, are there... Inside is a complex structure with many monsters. Ah, Schatten, da sind die Schatten des Labyrinths. I was here with Zen. That's not what. I ate donuts, had takoyaki, that's all. Corn dogs are delicious too. Ist auch so typisch, so Anime-Style. Die futtert die ganze Zeit, wiegt aber 5 Kilo insgesamt. Natürlich. Okay, I don't think we have any choice. Ray, you want Komm, lass uns jetzt rein. Ich will ein paar Monster kloppen. We need to put together a team. I'm going. So it's up to you now? Actually, he's right. Us third year should go. Oh, that okay, jetzt nur die alten Leute da rein. Aber die Drittklässler, die Ältesten in der Highschool. Forgive me for going back. You said that you can fight again. All right. I'll back you. Okay, also. Speichern wir mal. Ich schätze mal nicht, dass es irgendwie Kanon ist, das Spiel, also dass es nicht reingreift. In die eigentlichen Stories. Okay, dann gehen wir ins Labyrinth. You in Wonderland. Guck mal, die Party hat sich alleine formiert. Also ich als Hauptcharakter, Horst, die drei Ältesten aus meiner Party, plus Zen und Ray, oder wie ist die andere? Oh, what the hell? Careful. The world of a children's book. Ist aber ganz gut, dass mal das Dungeon Design nicht irgendein Standardkerker ist oder ein Wald, wo man sich verlaufen kann. Doch, ist meines Wissens nach Kanon, sagt der Chat. Wirklich? Das ist offiziell Story, die auf weitergeführt wird. Wie passt es dann mit Persona 4 Arena, die Prügelspiele und mit dem Tanzspiel zusammen, ist das auch alles Kanon? Okay, also. Strafe LR-Buttons, bewegen klassisch Dungeon Crawler. Alles klar. Ja. Oben, unten zum Bewegen. L, R zum Strafen und links und rechts zum Umdrehen. Okay. Over here. Was denn? Ah, Medizin für uns. Okay. Oh. Fünfmal Medizin. Ist da ein Loch vor uns? Ach nee, da geht's weiter. Okay. Gibt's hier eigentlich... Ah! Kampf! Okay, aber die sehen auch wie. Es sind doch die ersten Standardgegner, die lecker. Aus Persona 4. Okay, Opponent's Weakness. Das war auch bei Persona 4 und beim 3 auch das System, dass man die Gegner mit der Schwäche angreift. Also wenn sie gegen Blitz, ich glaube, die sind gegen Blitz. Also Zio ist die Blitzmagie. Wenn man sie damit trifft und damit ihren Schwachpunkt trifft, dass man einen extra. Angriffs oder eine extra Angriffsrunde bekommen.
Also wenn ich richtig liege, müsste das Sio eigentlich sein. Und neue Musik. Die kenne ich noch nicht. Boost. Act first, next round, okay. Alles klar. Also mal gucken, was haben wir für Skills. Agi, das ist Feuer. Leader Skill, Healing Breeze. Item, Medicine habe ich hier. Ich muss mal, wer hat jemand von denen Zio? Ja, okay. Teardrop, Light Bash Attack, 16 Hitpoints. Nee, das ist mir ein bisschen viel. Und die gelten als Paar. Bane Slice, Medium Chance of Curse. Okay, mal gucken. Bufu, das ist Eis. Kannst du auch mal probieren. Ich hätte jetzt Zio getippt, aber gucken wir mal. Ah, nee, die machen Eis. Okay, dann müsste es Feuer sein. Scheiße, Agi. Ah. Doch, nee, doch, ja. Bufu ist falsch. Oh Gott. Aber ich habe ihn nicht geheilt immerhin. Aber dadurch, dass ich ihn mit seiner Schwäche getroffen habe, habe ich diesen Boost bekommen, womit ich als Erster angreife. Okay, ah, mit L kann ich sie analysieren lassen. Kann man unten sehen. Up, down. Melee Cut Attack. Ah, und jetzt, wo ich einmal gekillt habe. Obwohl, nee, der müsste auch mit Agi doch zurechtkommen. Okay, Skill, Zio. Ah, guck mal, jetzt dadurch, dass ich den Boost habe, ich werde als Erster rankommen und es kostet mich keine SP, dass ich Magie mache. Das ist ja geil. Und guck mal, es wird jetzt auch angezeigt, dass es der Weak Point ist. Und Weak Point war auch, dass man sie mit einer physischen Attacke haut. Okay, Bufu will ich mir aufsparen. Alles klar. Okay, Agi müsste aber eigentlich auch. Also wenn sie Bufu haben, ja. Sie sind allgemein gegen Magie. Okay, alles klar. Okay, und ich habe Zunge. Zungenstück. Zungenstück und Zungenhaut bekommen. Kann ich hier eine Karte mir angucken? Gibt es kein Automapping oder so? Ah, aber ich kann jederzeit speichern. Ah, nein. Ich kann speichern, aber Suspend Save. Das heißt, dass mein Spielstand gelöscht wird, wenn ich den nachher wieder lade. Oh, meine Zunge. Meine Zunge, meine Nase. Zu erkältet. B plus View. Ah, okay. Wenn ich B gedrückt halte, kann ich richtig 3D-mäßig mich umgucken. Alles klärchen. Okay. Das ist wahrscheinlich auch noch der Anfangs-Dungeon. Da ist eine Tür vor uns. Sollen wir zurückgehen? Wieso denn jetzt schon zurückgehen? Ach komm. Ah, okay, dann gehe ich eben zurück. Mensch, Mensch, Mensch. Wahrscheinlich lautet mir jetzt ein Gegner auf, während ich zurückgehe. Okay. Ah, Run. B-Button und ab und... Ah, ich kann sogar laufen. Ah, okay. Aber ich bin mir sicher, wenn ich laufe, dass ich einfacher von Gegnern gefunden werde. Okay. Ich probiere es mal. Zio. Drop. Slice. Hauen wir mal alles raus.
So viel Magic Points habe ich da nicht. Ah, guck mal, auch Weak Points. Hey, du entscheidest. Ah! Ich verliere so viel Energie. Oh, und Stunt auch noch. Scheiße. Das heißt, ich kann also nicht angreifen in der Runde. Okay. Recovered. Schade. Rush. Wenn ich auf X drücke, macht der Rush sozusagen, dass die Gegner alle angreifen. Also, dass man einfach nur Attack macht. Okay, das war keine so gute Idee. Das ist, glaube ich, wohl nur dafür gedacht, wenn man sich ganz sicher ist, dass man den Kampf gewinnen kann. Der Rush. Aber nicht mal Level 2. Oh, ein Shadow Piece haben wir bekommen, alles klar. Are you all right? Please be sure to watch your health. Let's head on. Okay, da ist der Ausgang, ne? Ich habe jetzt nicht meine Health aufgelevelt. Einfach weil ich wusste, dass ich gleich rausgehe. Welcome. I searched ahead and picked up on a unique reef. I think it might be a giant shadow. Oh, ein Boss. Ein Bosskampf. Giant shadow. It's probably a strong one too. That's what I'm talking about. Gucken wir mal, was sagt die Uhr? So viel haben wir nicht mehr, aber vielleicht können wir ja auch mal gucken, ob wir den Boss gleich angehen können. Ah, okay, und wir müssen jetzt Items holen. Okay, ich skippe mal. Man kann auch den Text vorspulen. Weil man den nicht lesen will unbedingt, aber ich habe ja eh gespeichert, ich werde den nachher in Ruhe mal durchlesen. Hier kann man Items kaufen. Okay. Ah, okay, die werden Waffen bauen. Und das Shadow Piece, was ich gegeben... Ah, okay, ich kann das Shadow Piece wohl benutzen. Ja, das werde ich mir in Ruhe durchlesen, wenn ich das richtig mal unterwegs spiele. Wieso habe ich denn ein... Oh. Ein Erdbeerkleid? Für Schwester... Oh. Nee, für ihn. Okay, jetzt muss Theo ein Erdbeerkleid tragen. Und hier ist... Ah, und hier will... Ah, okay, also warten wir, Elizabeth und Theodore machen wohl alle Hilfs... Ah, alle Hilfstätigkeiten, und natürlich wollen sie sich bezahlen lassen fürs Heilen. Ey. Wirklich. Ah, und die Formation, das kann ich hier ändern. Kann ich im Menü bestimmt gleich machen. Okay. Change Party Members. Alright, guck mal, jetzt kann ich wirklich alle nehmen, die ich will. Das sind alle Level 1, ne? Ich würde erstmal die gleichen nehmen. Weil falls wir einen Boss angehen wollen. Weil mit denen habe ich ja schon ein bisschen gelevelt. Und Aegis nehme ich noch dazu. Ah, warte mal, Front und... Okay. Achso, ich kann nur... Ah, ich kann nur 5 mitnehmen oder was? Okay. Na ja, okay, dann nehmen wir die mit. Squats. Quit. Das will ich mal heilen lassen. Ich will zumindest den Boss nochmal angehen. Hier, was kostet das? 100. 100 Yen immerhin. So, muss ich die Waffen, muss mich da noch aufleveln? Workshop.
Guck mal, man braucht das Geld, aber auch die Items. Schön, ich brauche wirklich immer Items, um überhaupt Waffen machen zu können. Ich habe noch nichts. Außer das, was mir schon natürlich gemacht wurde. Okay, ich will mal gucken, ob das Schwert angelegt ist, aber ich habe da ja was bekommen. Okay, das ist nur fürs Party arrangieren. Save it. Wir gehen noch mal kurz rein, ne? Okay, das ist das Item. Das Goho-M, Go Home. Staff of Mansions müssen wir wohl. Ist ein Item, womit man wieder zurückkehrt aus den Labyrinthen. Direkt zum Ausgang. Okay, also. Noch weiter. Ah, ein Map. Geil. Okay, jetzt habe ich Automapping, oder? Währenddessen. Was? Was ist das? Ein Spinli? Okay. Okay. Ah, Automapping. Ach, ist das schön. Achso, ah. Moment, ich muss selber malen. Ah, what the hell? Ah, wie bei Atrian Odyssey. Muss ich selber malen. Oh Mann. Oh Mann. Sollst du selber malen? Es gibt natürlich auch keinen Trick, wenn ich nur links und rechts gehe. Oh nein! Ich greife mich auch zuerst an. Einen Kampf muss ich ja noch machen, damit ich zumindest auflevel. Oh Mann. Okay. Ich hau die Skills ab, obwohl. Ah, ich muss die Skills fast schon machen. Weil die haben ja so viel Energie. Aber ich will die eigentlich nicht verschwenden. Okay, Zero ist nicht. Oh, Critical, super. Ufo. So, Level up gleich. Oh, oh. Okay, Leader Skill. Ah, das ist der Party Gauge an der Seite. Dann kann ich den Leader Skill machen. Healing Breeze. Oh! Oh nein, warte mal. Ich will nur nochmal angreifen. Und das ist mein Spezialskill, mit dem ich alle heilen kann. Ja, cool. Okay, das müsste aber jetzt gereicht haben, damit ich ein Level-Up mache. Ja. So ist gut. Zwei Karten. Blank Card 2.
Also zufallsgeneriert war das bisher nicht. Let's head on. Oh, eine Uhrenwand. Achso, für später. Okay. Das war ja noch gar nicht der Boss. Ja, ich mach mal auf. Lifeband. Lifeband. Oh, 78. Mehr Hitpoints für mich. Okay. Dann ist der Endboss doch nicht so nah dran. Da würde ich sagen, dann machen wir noch einen Gegner. Der Endboss ist gleich um die Ecke. Und dann soll es das gewesen sein. Da haben wir einen ganz guten Eindruck bekommen, wie das Game funktioniert. Ah, okay. Man kann durch die Uhren durch. Wirklich sehr Atrian Odyssey-Style. Komm, Horst. Ja, ich weiß. Man kann es eintragen. Oh, ich möchte es nicht eintragen müssen. Das ist so anstrengend, wenn man es eintragen muss. Ich möchte nicht laufen, weil ich dann Angst habe. Das ist der... Ah! Nee, ist es der Ausgang wieder? Ist der Ausgang, oder? Ich bin wieder zurückgelaufen. Ah, falsche Richtung, verdammt. Ich habe gar nicht auf die Karte geachtet, ich Volltrottel. Egal, aber... Da haben wir auf jeden Fall mal einen guten Eindruck bekommen. Ich glaube, das ist ein ganz guter Punkt, um hier auszusteigen. Ja, es scheint auf jeden Fall sehr inspiriert zu sein von den Atrian Odyssey Sachen. Also speziell, was hier mit den Sachen, die man eintragen kann, auf der Karte angeht. Und zumindest interessant finde ich, für mich fast schon der Soundtrack am interessantesten. Ich muss mal reinhören und mal gucken, was für neue Tracks sie gemacht haben. Shoji Meguro. Das soll eigentlich ziemlich cool sein. Ich bedanke mich dafür, dass ihr zugeschaut habt. Und ja, dann war es das mit Persona Q. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Sollte euch dieses Video gefallen haben, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr einen Daumen hoch gebt und natürlich auch ein Kanal-Abo hinterlasst, sofern ihr das nicht schon längst erledigt habt. Über neue Videos werdet ihr zusätzlich informiert, wenn ihr mir auf Twitter oder Facebook folgt.